Große Leistungen verlangen nach Anerkennung. Das ist auch im Sport nicht anders. Dementsprechend lud Ministerpräsident Rainer Haseloff am Montag in die Staatskanzlei ein. Die Gäste waren keine geringeren als die vier Magdeburger Europaschaftsteilnehmer Nemanja Selenovic, Maciej Geballa, Michael Damgaard und natürlich Europameister Finn Lemke. Ministerpräsident Haseloff lobte nicht nur die teilweise herausragenden Leistungen der Handballer, sondern betonte auch die Vorbildfunktion des SCM. Ein Symbol für Weltoffenheit und Integration seien die Handballer, die großes Potenzial in ihrer Mannschaft haben. Davon ist der Handballfan Rainer Haseloff überzeugt. Auch beim Europameisterschaftsfinale gegen Spanien fieberte er mit. Wir haben zu Hause gesessen und haben wirklich da mit Kleinfamilie, das heißt die Enkelkinder haben auch noch mitgeguckt, haben da mitgefiebert und meine Frau, die musste zwischendurch immer mal rausgehen. Es gab ja auch mal Phasen, wo es mal relativ knapp war. In der ersten Halbzeit war es ja nicht so eindeutig mit allem drum und dran. Zumindest hat man immer wieder mal gemerkt, wie das hoch und runter geht, was die Abstände anbelangt. Und dann wurde man danach auch Gott sei Dank ein bisschen ruhiger. Also ich glaube, nochmal so ein Spiel wie die Spiele davor hätte man psychisch wahrscheinlich gar nicht dort durchgestanden. Meine Frau hat immer mal einen Blutdruck gemessen bei sich und es ist gut, dass die Europameisterschaft jetzt zu Ende ist. Ein ganz besonderes Erlebnis war die EM für Maciej Geballa. Zwar waren die Ergebnisse nicht unbedingt zufriedenstellend, von der Stimmung bei seiner ersten EM, noch dazu zu Hause in Polen, war er aber begeistert. Tragend. Auch dich, also ich habe halt nicht viel gespielt, ja, aber es war schon super, da unten zu stehen auf Spielfeld, wenn 15.000 Fans eine Nationalhymne singen, ist nur Gänsehaut und ja, ist richtig super. Ja. Der begehrteste Gesprächspartner war aber wohl Europameister Finn Lemke. Nachdem er vom Verein ein paar Tage frei bekommen hatte, um die vergangenen Wochen sacken zu lassen, beginnt für ihn jetzt der Alltag samt Studium. Du bist ja neben deiner Handballkarriere auch noch Student. Wie haben deine Kommilitonen bis jetzt reagiert? Da hatte ich auch noch keinen direkten Kontakt dazu. Die haben mir natürlich gratuliert. Mein Studium beginnt jetzt für mich erst wieder nächste Woche. Diese Woche hatte ich noch frei. Beginnen dann schon die Prüfungen? Ich muss Nachprüfungen schreiben. Wann die sind, das weiß ich leider auch noch nicht. Aber gelernt werden muss auf jeden Fall. Dann viel Erfolg. Danke.